Ein herzliches Willkommen zu der Serie Faszination Bibel. Es ist wirklich sehr interessant, wenn man aufgrund dieses Buches Erde, Theaters Universums, das biblische Buch, die Heilige Schrift studiert, man bekommt so viele Eindrücke durch die fantastischen Bilder, die wir hier finden. Und wir werden heute uns mit dem Gedanken beschäftigen, Szenen aus der kosmischen Bühne der Weg des Christentums. Wenn wir diesen Gedanken uns anschauen, dann stellen wir fest, dass der Bericht mit einem Ereignis beginnt, das die ganze christliche Gemeinde damals auf den Kopf stellte. Wir haben hier in Apostelgeschichte Kapitel 1 und zwar im Vers 8 einen interessanten Text, der uns dort hineinführt. Apostelgeschichte Kapitel 1 Vers 8. Dort lesen wir, ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus hat sich von seinen Sündern verabschiedet. Er wusste, er wird nur noch ganz kurze Zeit bei ihnen sein. 40 Tage war er schon mit ihnen zusammen gewesen. Er wusste, jetzt ist seine Zeit gekommen, wo er zurückgeht zu seinem Vater. Und er gibt seinen Jüngern hier ein ganz unglaubliches Versprechen. Keiner hat es richtig verstanden. Er sagte, ihr werdet meine Zeugen sein. Und er beginnt mit dem Gedanken in Jerusalem. War nicht Jerusalem gerade der Ort, wo Jesus gekreuzigt worden ist? War das nicht die Stadt, wo jeder schrieb: Kreuzige den, kreuzige den? Wo die ganzen Leute eigentlich sich gegen Jesus entschieden haben? Aber genau dieser Ort sollte der wirkliche Start sein des ersten Christentums. Fantastisch. Gott sieht manchmal viel weiter, nicht wahr, als wir? Wir sehen, dass die Jünger damals alle Barrieren vergessen haben. Alle Furcht war weg. Nachdem der Heilige Geist ausgegossen worden ist, sie verkündeten mit Vollmacht. Die Predigt von Petrus wird uns ja in der Apostelgeschichte hier überliefert. Und es heißt dort, und es ging ihnen durchs Herz. Die Leute waren so begeistert. Sie waren so begeistert von dem Wort des Evangeliums dass sie sagten, was müssen wir tun, liebe Brüder? Was ist der nächste Schritt, den wir tun sollen, wenn wir Christen werden wollen? Und Petrus gibt ihnen die Antwort, er sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Es waren über 3000 Leute an einem Tag, die damals in Jerusalem getauft worden sind. Und das hörte nicht auf. Einige Zeit später waren es 5000 Leute, die getauft worden sind. Es war ein explosionsartiges Wachstum. Dort, wo es eigentlich niemand für möglich gehalten hat. Es war eine nicht leichte Zeit, das muss man auch sagen. Es war eine, keine leichte Zeit für die, für die Verkündige, für die Apostel, für die Leute, die das Wort Gottes verkündigt haben. Viele wurden schon ins Gefängnis geworfen, weil sie sich zu Jesus bekannten, weil sie sein Wort weitergegeben haben, weil man das nicht hören wollte von den Oberen. Und es wird berichtet, es dauerte gar nicht so lange. Da gab es den ersten Märtyrer, Stephanus. Er, der eigentlich ein gottgeweihter Mann war, der mit Vollmacht auch verkündigte, er wurde als Diakon eingesegnet, aber er verkündigte und er, es war gewaltig. Sie konnten ihn nicht mehr hören. Sie hatten ihn zum Tode verurteilt. Und die Folge war, die Folge war, dass man die Jünger verfolgt hat. Das heißt, man hat sie aus Jerusalem fast alle vertrieben. Sie gingen in die Umgebung, sie bildeten kleine Gruppen und in diesen kleinen Gruppen, die keiner verbieten konnte, in diesen kleinen Gruppen ist das Christentum enorm gewachsen. Kleine Hauskreise zeigen große Wirkung. Das war damals so und das ist heute so. Ich denke in dem Zusammenhang an eine, einen Bericht, den jemand gegeben hatte. Er wurde kurze Zeit nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, der Kommunismus kaputt gegangen ist, er wurde damals von der Generalkonferenz als ähm, Mann nach Shanghai geschickt, nach China. Dort war ja überhaupt keine Information rausgedrungen, was ist mit all den Institutionen gewesen, die die Adventgemeinde damals schon in China aufgebaut hatte. Es gab Schulen, es gab Krankenhäuser, es gab Kapellen. Ist da irgendetwas übrig geblieben in dieser langen Zeit des Kommunismus, der dort sehr stark geherrscht hat unter Mao Zedong? Und als er damals dorthin gefahren ist, es war damals... Gerhard Hasel vielleicht kennt den einer der andere. Er war erstaunt. Als er zurückgekommen ist, hat er berichtet, es gibt von diesen Gebäuden wohl noch die Mauern stehen zum Teil noch, aber sie sind alle enteignet worden, da ist nichts mehr da, was mit der Gemeinde, mit der Adventgemeinde verbunden werden kann, aber was es dort allein in dieser Stadt gibt ist, es sind über 2000 Hauskreise, wo die Gemeindeglieder sich treffen und wo Evangelium weitergegeben wird. Jawohl, das ähm, Evangelium begann mit einem Ziegeszug, wie ein Donnerschlag. Und das wird uns auch in der Offenbarung, und wir sind ja bereits in der Offenbarung, der Offenbarung angekommen, im sechsten Kapitel, Vers 1 und 2, wird uns das in der Bildersprache sehr deutlich gemacht. Es ist interessant, dass die Heilige Schrift uns immer von verschiedenen Perspektiven Dinge offenbart und zeigt, damit wir es verstehen können, damit wir sehen können, was Gott uns dadurch sagen möchte. Da heißt es, ich lese Vers 1 und Vers 2, und ich sah, dass das Lamm, ein Sinnbild für Jesus, das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, Komm! Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft, um zu siegen. Mit solch eine einfache Sprache, die eigentlich jeder verstehen kann, was hier gesagt wird, nicht wahr? Ein weißer Reiter, und er siegte. Es war so viel Begeisterung da im. Der frühen Christenheit, weil sie Jesus noch miterlebt haben, weil sie persönlich Erfahrungen gemacht haben und sie konnten das nicht für sich behalten. Das ist ja auch manchmal so, wenn, wenn wir persönlich eine Erfahrung mit Gott gemacht haben, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben. Ich, ich denke an eine Frau, die ich getauft habe, als sie aus dem Wasser gestiegen ist, sagt sie, ich könnte die ganze Welt umarmen, so glücklich bin ich jetzt. Wir haben ähnliche Gefühle, wenn wir so die, die erste Liebe entdeckt haben zu jemandem, der uns ins Herz gewachsen ist. Oder wenn man zum Beispiel zum ersten Mal sein eigenes Kind auf den Händen trägt. Das sind Gefühle, das sind Emotionen, die kann man, die kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Das Evangelium damals war nicht mehr aufzuhalten. Es war solch eine Explosion, etwas, was sie zutiefst bewegt und was sie auch nicht zurückhalten wollten. Darum wird es genannt als das weiße Pferd und der darauf saß hat eine Krone und er hat den Sieg. Wir, wir merken auch äh, in den äh, Evangelium, die uns in der Heiligen Schrift hier äh, dargestellt werden. Paulus zum Beispiel, er hatte viele, viele Gemeinden gegründet damals in Kleinasien. Und das Werk ging sprunghaft nach oben. Und äh, Gott wollte eigentlich, dass diese Freude im Menschen, in seiner Gemeinde immer anhält. Das war eigentlich das Ziel. Gott wünschte sich, dass wir immer wieder dort zurückkommen, wo wir begonnen haben. Dort, wo unser Herz brennt. Dass du dich wieder besinnst. Dass du sagst, ich möchte für Gott da sein. Ich möchte so leben, wie es ganz am Anfang war. Das war die Zeit in der heiligen Schrift wird uns das so geschildert, es war eigentlich die Zeit so des ersten Jahrhunderts des Christentums. Aber es blieb nicht so. Gott ist sehr realistisch. Er weiß, wie sein Werk vorangeht. Er weiß, dass wir auch persönlich manchmal dann Erfahrungen machen, die uns vielleicht nicht immer so glücklich stimmen, aber wir werden Hingewiesen und ich äh, sehe dort, dass im äh, Vers 4 zum Beispiel im sechsten Kapitel der Offenbarung folgendes gesagt wird. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten und ihm würde ein großes Schwert gegeben. Und wir merken schon allein aus der Schilderung, es hat sich was verändert, nicht wahr? Von diesem weißen Pferd, das so rein war, das so spontan nach vorne gegangen ist, ist ein rotes Pferd geworden. Und wir merken schon aus der Farbe heraus, es hat sich was verändert. Rot, ein Symbol für Blut. Und wir merken schon, auch hier wird uns schon dadurch deutlich, im Christentum hat sich was verändert. Es wurde grausam verfolgt. Tausende mussten ihr Leben lassen. Die Verfolgungen wurden immer stärker. Die stärksten Verfolgungen, die uns so berichtet werden, waren damals unter Nero und Diokletian. Wenn man einen Christen gefunden hat, wenn man ihn erwischt hat, er hatte zwei Möglichkeiten. Entweder er hat seinen Glauben abgeschworen und hat dem Kaiser Weihrauch geopfert, dann bekam er eine Medaille und war frei. Aber wenn er es nicht getan hat, dann war er eigentlich zum Tode verurteilt. Das heißt, dann hat man ihn den wilden Tieren vorgeworfen oder man hat sie umgebracht, aufgehängt, verbrannt. Es war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Hunderttausende von Menschen haben dort ihr Leben verlassen und lassen müssen. Es ist bestimmt nicht einfach, wenn man in solche Situationen hineinkommt. Es lässt sich viel leichter heute darüber reden, aber stellen wir uns vor, wir hätten in dieser Zeit gelebt. Wie würden wir uns verhalten haben, wenn diese Situation auf uns zukäme? Wenn wir gefragt werden, willst du lieber dein Leben lassen für das Evangelium oder kann man so ein wenig sich durchjonglieren? Wir haben aus der Geschichte ähm, Hinweise, wo Menschen das versucht haben. Äh, wir kennen zum Beispiel Huss, der wie ein Mann in der Brandung gestanden hat, als er in Konstanz war. Er war lieber bereit, er wusste, auch wenn er hingeht und von Sigismund gesagt bekommen hat, dass er freies Geleit bekommt, dass er wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen wird. Man hat ihn gefangen gehalten in den schlechtesten Umständen und dann hat man ihn verbrannt. Verbrannt, weil er das Wort Gottes verkündigt hat, weil er sich auf Jesus berufen hat als seinen Herrn. Das war schon des Todes Wert. Sein Mitarbeiter Hieronymus, der da ihm zu Hilfe gekommen ist, er merkte, er konnte nichts mehr tun. Für Hoss. Und er sollte den gleichen Weg gehen, und dann hat er seinen Glauben verraten. Er wurde freigelassen. Aber es nützte ihm nicht viel. Es dauert nicht lange. Da hat es in dem Hieronymus so gewirkt, und er sagte: Ich kann das nicht, ich habe einen Herrn verleugnet. Und er war bereit, alles zu widerrufen. Und er ist den gleichen Weg gegangen. Aber ich denke, wir dürfen keine Menschen verurteilen, Jeder muss diese Entscheidung selber treffen. Vielleicht soll man ein Beispiel nehmen, das in unserer Zeit passiert ist. Ich habe mit einem Mann gesprochen, er sagte, er war als junger Christ in einer sehr schwierigen Lage. Er wurde aufgefordert, zum Militär zu gehen, ins, ins Militär zu gehen, dort seinen Dienst zu tun. Und äh, er wusste, wenn er das nicht tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er erschossen wird, sehr groß. Und er hat es getan, obwohl er wusste, es ist nicht so in Ordnung. Er hatte keine Ausbildung als Sanitäter. Er, er ist eingezogen worden. Aber es war ein gefährliches, ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Was wird passieren, wenn er in Situationen kommt? Und es dauerte einige Zeit. Er war dann in der Schreibstube wohl beschäftigt. Aber dann kam die Zeit, wo er an, die, an die Front geschickt wird. Und ein Vorgesetzter bei einer Schlacht, er gab ihm den Befehl, einen Mann, der vor ihm lag, einen der Feinde zu erschießen. Sollte er dem folgen oder nicht folgen? Es war für ihn äußerst problematisch. Und er sagte: Ich werde es nicht tun. Der Vorgesetzte ging hoch wie eine Rakete. Er sagte: Wir werden uns gleich sehen. Aber interessanterweise, der Bruder hat sehr gebetet, sagt: Lieber Gott, ich möchte mein Leben deine Hand geben. Und es rührte sich in dem Zusammenhang plötzlich nichts. Am nächsten Tag hörte er, dass sein Vorgesetzter wegen einer schweren, plötzlichen Krankheit ähm, abberufen worden ist in ein, in ein Lazarett. Und er wurde versetzt und wurde dann frei. Es ist ein Wunder gewesen, dass er aus dieser Situation herausgekommen ist. Aber ich denke, wir sollten nie den Stab über jemanden brechen. Trotzdem, wir sehen, wenn man sich zu Gott hält, ist man immer auf der richtigen Seite, ganz gleich was kommt. Wir dürfen froh sein, dass Gott uns immer diese Erfahrung wieder schenkt. Die Zeit, die mit dem roten Pferd hier äh, zusammenhängt, den können wir einteilen vielleicht bis in die Zeit hinein, wo Nero Diogletian diese starken Verfolgungen durchgeführt hat. Und das war zu Ende diese zehn Jahre der starken Verfolgung, ungefähr 313. Wir haben ähnliche Situationen wie bei den sieben Gemeinden. Das heißt, es werden immer wieder die Ereignisse berichtet und sie laufen parallel und werden, und werden verschiedene Elemente angesprochen. Offenbarung 6, Vers 5. Wir hatten jetzt das weiße Pferd, das uns symbolisierte, das Christentum ist mit Macht vorangegangen. Dann hatten wir das rote Pferd, in dem wir gesehen haben, dass hier sehr viele Schwierigkeiten gekommen sind, und das Christentum große Probleme bekommen hat durch die Verfolgung und durch den Tod vieler, vieler Menschen. Jetzt im Kapitel 6, Vers 5 wird uns ein nächstes Pferd genannt. Es heißt hier, und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm! Und ich sah und sieh ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand und hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen, und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden an. Das ist wieder eine Bildersprache, nicht wahr? Was ist passiert? Und wir können das vielleicht besser verstehen, wenn wir uns die Geschichte uns anschauen. Im Nachhinein haben wir eine Hilfe diese Bilder, die durch die Propheten, durch den Propheten Johannes, der das gesehen hatte und das niedergeschrieben hatte, das Bild besser zu verstehen. Der Kaiser, der römische Kaiser Konstantin, er kam zu dem Schluss und sagte, die Christen, die wir so stark verfolgen, die wir so tausend umgebracht haben, das sind eigentlich sehr hilfreiche Leute. Sie lügen nicht, sind arbeitsam, sind nett. Warum sollten wir sie alle umbringen? Und er hat eine neue Idee. Er hat das Christentum nicht mehr verfolgt, sondern hat zur Staatsreligion gemacht. Das heißt er hat Bischöfe eingesetzt in verschiedenen Regio Regionen und ähm, er hat etwas veranlasst, was im ersten Moment eigentlich sehr gut ausgeschaut hat. Plötzlich waren die ganzen Verfolgungen weg. Das Christentum wurde zur Staatsreligion. Man könnte oberflächlich sagen, es war eine tolle Idee, etwas, was das Christentum vielleicht weiterbrachte, aber in Wahrheit war das Problem auf einer ganz anderen Sache, auf einer ganz anderen Ebene. Durch das, dass das Christentum als Staatsreligion gemacht worden ist. Und man muss bedenken, damals in der Zeit Konstantins waren ca. 85% Heiden und 15% Christen, dann kann man sich ganz schnell vorstellen, ohne lang darüber nachdenken zu müssen, dass die ganzen heidnischen Elemente in das Christentum hineingebracht worden sind. Man hat die heidnischen Feste, die heidnischen Inhalte einfach mit christlichen Namen versehen, aber es hat sich im Herzen der Menschen nicht viel verändert. Das heißt, das Christentum oder im Christentum wurde es eigentlich dunkel. Die Leute hatten die Bibel nicht. Sie hatten nur das, was die Pastoren, die Pfarrer ihnen sagten. Und im Christentum wurde es dunkel. Das heißt, Weizen und Gerste waren sehr teuer geworden. Man hatte kaum mehr Zugang zum Wort Gottes. Nur Öl und Wein sollten frei bleiben. Ein Simpel für den Heiligen Geist. Man konnte ihnen das nicht wehren. Das war das Einzige, was noch ihnen zur Verfügung stand. Und wir merken schon, es war eine Zeit, wo das Christentum in eine Richtung gegangen ist, wo es offiziell wohl Staatsreligion wurde, aber inoffiziell in eine Richtung gedriftet wurde, die war nicht gut. Wir nehmen diese Zeit bis zu der Zeit, wo der römische Bischof ähm, Machthaber wurde, wo er die Macht an sich gezogen hat. Und äh, das ist im Jahr 538 gewesen, als ähm, das Papstrum offiziell zur Macht gekommen ist. Ich lese im Kapitel 6 der Offenbarung die Verse 7 und 8. Wir kommen zu einem neuen Pferd, zu dem vierten Pferd. Und da heißt es, Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vier Gestalten sagen, Komm! Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über dem vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Allein der Text ist schon spannend, nicht wahr? Der zeigt uns, es wird immer schlimmer. Man meinte, es müsste irgendwann die Zeit vorbei sein, aber es sollten ganz schwierige Zeiten folgen. Verfolgung, Tod. Und keiner eigentlich der wirklichen Gläubigen hat eine große Chance zu überleben. Die sich an das Wort Gottes hielten, hatten wirklich immer Probleme. Es war die Zeit, man könnte sagen, des finsteren Mittelalters. Und trotzdem gab es immer wieder Menschen, die Gott treu blieben. Im Nachhinein kann man das übersehen, wie es gelaufen ist. Man sieht die Berichte. Es gab immer wieder Menschen, die Gott die Treue hielten. Damals wie heute. Ähm, Gott hat uns diese apokalyptischen Bilder oder Dinge ja gegeben, damit wir wissen, was auf uns zukommt, was morgen sein kann. Gott möchte, dass wir immer lernen, bei ihm zu sein, dass wir wissen, er ist derjenige, der uns den Weg öffnet, damit wir nicht ähm, verzweifeln. Denn er wird recht richten.